Guten Tag. Guten Tag. Na, kommst du denn her? Ich? Von hinten. Von Dross vom Walde? Von hinten ist immer schlecht. Guck mal, unser neuer Arbeitskollege hier. Pass mal auf. Das ist geil, ne? Voll süß. Der ist cool. Vor allem, hast du? Schön. Sehr schön. Ich glaube, das können wir gebrauchen. Also der kann knappe 1300 Quadratmeter Staub saugen mit den Akkus, die da drauf sind. Geh mal gespannt. Hey, Abstandsradar. Nein. Ja, aber der Grund, warum wir eigentlich hier stehen, das, was ich auch gerade hier in der Hand habe, das ist so 3D-Druckfels, die zweite. Ich habe hier einen Halter gebaut. Ja, und der passt aber nicht so ganz, weil da habe ich so um 0,2 Millimeter das in der Zeichnung ein bisschen verkackt. Man muss ja auch mal sagen, wenn was scheiße gelaufen ist, und das ist in dem Fall definitiv so. Das Teil ist super stabil, also es kann hier richtig was, ne, kann man schön belasten, aber der ist einfach zu eng. Das heißt, die Mutter, die eigentlich da rein sollte, die passt da nicht rein. Aber ich kann Ihnen eben zeigen, wir hatten ja so ein paar Fragen, deswegen machen wir jetzt ein spontanes Quanda-Maschinen-Anlagen-Zeugs. Weil viele darunter geschrieben haben, was ist das, was ist da, wie macht ihr dieses und dann jenes. Einige Fragen hatte ich direkt auch schon unter dem Video beantwortet, aber wir machen nochmal ein separates Video, um so die Gänze der ganzen Geschichten kurz anzugehen. Ja. So. Oh, jetzt wäre ich beinahe gegen den Stuhl gelaufen hier. Ja, das ist alles grob fahrlässig installiert hier gerade, weil hier alles durcheinander liegt. Also zum einen, wir hatten ja die Frage, die füllt ihr auch Unterspiegel ab, damit das schneller geht und nicht schäumt. Ja, natürlich, weil Unterspiegel ist das einzig Sinnvolle. Das heißt hier am Beispiel so einer Literflasche, Unterspiegelabfüllung ist folgendes. Die Düse, in dem Fall dieses Ding hier, wir können das mal eben hier live simulieren. Die Teile sind normalerweise, oh, wer hat die denn so scheiße angezogen? Warte mal. Das war ich nicht, wir müssen das mal eben lösen. Ja. So. Zack. Zack, also normalerweise sitzen die hier drinnen. Schwubbel. So. Also das sind die beiden Fülldüsen, wo die Flüssigkeiten durchkommen. Das heißt, es gibt ein Pumpsystem, was wir hier haben, was also die ganze Geschichte auf Milliliter genau hier durchpumpt und dann eben dazu führt, dass hier pneumatisch angesteuert, das ist eine Pneumatik, die sitzt dahinter noch, das Steuergerät ist da unten drunter. Und das sagt der ganzen Geschichte jetzt, wann, wie, wo es kommt. Das heißt, Pumpe kriegt ein Signal quasi von der Elektronik, die hier drin sitzt. Bitte pump 500 Milliliter oder in dem Fall hier 1000, brrrp, hier rein. So, dann sagt jetzt die Steuerungselektronik für die Pneumatik, bitte öffne die Düse, dann macht es, Düse geht unten auf, die ist in der Regel verschlossen, damit es nicht tropft. Und wenn das passiert ist, dann kommt da auch was in die Flasche rein. Und damit das jetzt nicht schäumt wie die Hölle oder Ewigkeiten dauert, machen wir das A sehr schnell und B mit Unterspiegel, was ich euch jetzt mal eben hier zeigen wollte. Also ich muss kurz das Teil hier eben einmal... So. Jetzt sitzt das. Wir nehmen uns mal die hier als Beispiel. Also das ist die Position. Normalerweise fährt das pneumatisch rauf und runter über diesen Hubzylinder. Das machen wir jetzt nicht, weil gerade der Kompressor noch abgesteckt ist. So, Flasche würde ankommen. Der geht zurück. Flasche kommt hier rein. Das Ding taucht jetzt ein, die hintere Flasche wird gestoppt, simp. So, dann fängt er jetzt zu füllen an und die Düse bewegt sich jetzt langsam während des Füllprozesses nach oben. Der füllt relativ schnell, der Apparillo, das heißt, der Flüssigkeitsspiegel steigt schneller, als die Düse füllen kann. Oder als die Düse, Quatsch, da habe ich jetzt Scheiße erzählt, die Düse füllt schneller, als die Hub-Hochbewegung abläuft, so. Das heißt, Flüssigkeitsspiegel wandert hier hoch und ganz langsam fährt die Düse dem hinterher. Das heißt, Flüssigkeitsspiegel wandert immer, immer höher und die Düse fährt langsam, langsam raus, was dazu führt, dass irgendwann voll ist und dann 2-3 Sekunden später die Düse erst rauszieht und dann geht es plöpp hier auf. Der schiebt den einen weiter und lässt die nächste Flasche rein. So ungefähr zur Theorie des Ganzen. Dass das funktioniert, das habt ihr auch schon in anderen Videos gesehen, die wir zum Beispiel für die EMS gemacht haben, wo wir die Samples abgefüllt haben, die kleinen Flaschen. Also wir benutzen Maschinen der Art schon relativ lange. Das ist jetzt nicht so, dass wir das alles neu machen, aber es wird alles neu aufgebaut, damit es noch ein bisschen ordentlicher abläuft, weil wir das wirklich mit dem Etikettierer da hinten zusammenlegen wollen und nicht alles immer separat machen, dass der ganze Prozess ein bisschen rationeller wird. Dann, was hatten wir eigentlich noch für eine Frage darunter? Muss man gerade selber eben hier reinklicken.
Ach, jetzt habe ich doch echt den Link hier nicht mehr. Nein. Ich muss mal eben kurz in das Video rein. YouTube. YouTube? So, auf YouTube suchen wir nach Area52TV. Und generieren einfach mal Klicks. So, genau. Wir klicken jetzt einfach mal selber auf unser Video. So, ganz Tag. Bad Boys. Zack. So, Produktionsumbau, da ist es doch. So, da hatten wir jetzt. Oh, 20 Kommentare sogar drunter. Crasher schreibt, auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, echt cool. Ja, das ist, danke dir für das Feedback dazu. Micha MV, genau, das war einer der jetzt etwas detaillierter nachfragte. Die Abfüllung finde ich sehr interessant. Ich habe noch ein paar Fragen hierzu. Macht ihr keine Unterspiegelabfüllung? Aha, da ließe sich die Taktleistung noch erhöhen. Das ist hiermit wahrscheinlich dann beantwortet. Wie steuert ihr die Füllmenge? Über Panasonic-Elektroniken, die Steuergeräte sitzen da mit drin, also das zu deiner Frage. Das heißt, man kann über das Handy oder auch über das Bedienpanel direkt eingeben, was für eine Füllmenge das ist. Die Grundmaschine stammt aus China, kann das sein? Nein, tut sie nicht, aber wir lassen dort einige Sachen zusammenschweißen und fertigen, wie zum Beispiel dieses Untergestell. Das kannst du nämlich in Deutschland nicht bezahlen. Das Ding hier ist auch ein Teil, was wir so quasi direkt in Asien haben machen lassen. Dieses da oben eben auch. Der Rest ist von uns gebaut. So. Ich bin skeptisch, was das Verfahren mit den Linearachsen angeht, dass das sauber funktioniert. Es sei denn, ihr baut da ordentlich viele an, aber alle 3 Meter wird nicht reichen. Alle 3 Meter brauchen wir auch nicht. Wir machen das ungefähr alle 1,50 Meter, weil die ganze Anlage ist nur knappe 7 Meter lang. So, und die Linearachsen, um dir das mal kurz zu veranschaulichen, ich zeige dir das mal kurz. Das ist so ein Ding. Das Teil wiegt ungefähr 28 Kilogramm. Jetzt kann man sich grob vorstellen, so ein männliches 28 Kilogramm Teil, was das macht. Das Ding kommt jetzt, guck mal hier unten, hier dran, so. Und hier kommt nochmal ein fetter Winkelblock drunter, der dann letzten Endes die ganze Geschichte in der Höhe verstellen kann. Und da wird dann nochmal ein Steuergerät angeschlossen mit einer, ja, wissen wir noch nicht, ob wir es mit dem Arduino wahrscheinlich machen. Und dann kannst du hinterher synchron, je nach Füllmengen, einfach die ganze Geschichte in der Höhe verstellen. Und wenn das hinterher auf diesen Linearachsen drauf sitzt, also damit meine ich nicht diese normalen filigranen 2-3 Kilo Schweren, die man sonst so kriegt, sondern das Teil ist richtig eine amtliche Geschichte. So eine Linearachse liegt normalerweise im Preisbereich von ungefähr 700 bis 800 Euro. Und die kosten deswegen so viel, weil die auch ordentlich was tragen können. So. Ruptika. Gut, was haben wir noch? Haben wir den nächsten hier. Frage, warum soll man vor dem Polieren kneten? Okay, das hat jetzt nicht wahnsinnig viel mit dem Video zu tun, aber ich beantworte die Frage trotzdem gerne mal eben. Das war Chris Macher. Vor dem Polieren kneten. Du holst natürlich mit dem Polieren abrasiv auch Partikel runter, aber Polieren ist natürlich, du hast ein weiches Polierpad. Das Ding ist ja nicht aus Stein oder sowas. Die Knete hat einfach die Eigenschaft dadurch, dass sie klebriger ist und auf einer unflexibleren Fläche aufliegt, dass sie einfach Harze zum Beispiel und solche Geschichten besser vom Lack runterholen kann, als das jetzt eine Politur könnte. Das ist der Grund, warum man vorm Polieren kneten sollte. So, dann haben wir den nächsten. Tim Metzger. Made in Germany und dann noch How It's Made. Geiler geht's nicht. Finde ich sehr geil und bin auch gespannt drauf, wie es macht. Weiter so. Not macht erfinderisch. Not macht in der Regel wirklich erfinderisch, zumindest bei uns. Uns fällt genialerweise immer irgendwelche Lösungen zu irgendwelchen doofen Problemen ein. Und das ist halt auch der Grund, wir haben hier viele tolle Leute beschäftigt, die viele tolle Ideen haben. Marco H. schreibt, echt geil Sebastian, Chemie, Automatisierung, 3D-Druck, es scheint nicht viele technische Themen zu geben, zu denen du kein Hintergrundwissen hast. Was hast du beruflich bisher so gemacht? Bei euch zu arbeiten wäre genau mein Ding, habe selbst früher mit 3D-Druckern von Grund auf konstruiert, einige Sachen für den Kfz-Bereich gedruckt. Zum Beispiel auch schon einen Teil für eure T3000 habe ich selbst gemacht. Dann schreib mir doch einfach mal, lieber Marco H., welches Teil du für die T3000 gemacht hast. Würde mich echt interessieren. Vielleicht können wir da gemeinsam ein bisschen was weiterentwickeln noch. Weil ich bin natürlich auch immer darauf erpicht, dass wir so ein bisschen gerade im Maschinenbereich das weiterentwickeln. Nur dadurch, dass ich die Zeichnung dafür wirklich zu 99% selber mache, habe ich auch nicht immer die Zeit, alles gleichzeitig zu machen. Deswegen, wenn du mir da ein bisschen zur Hand gehen könntest, vielleicht auch mit Ideen oder schon halt, wie du sagtest, ein fertiges Teil hast, bin ich gerne zu bereit, dass wir da gemeinsam irgendwas starten. Ich gönne dir wirklich den Erfolg, tolle Produkte, anständige Preise, ein tolles Team macht weiter so. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Das werde ich auch an die Jungs nochmal weitergeben und an die Mädels natürlich auch. Ja,
die zu deiner Frage, was habe ich eigentlich an Hintergrundwissen nicht? Eine Menge. Weil man kann im technischen Bereich nicht alles wissen, aber ich lerne sehr gerne. Das heißt also auch die Sachen, die ich nicht weiß, die eigne ich mir dann gerne an. Es ist Tatsache so, dass Technik einfach meine Passion ist oder ich bin schon wirklich fast besessen davon. Das reicht wirklich von Motorenbau über Anlagenbau bis letzten Endes Flugzeuge. Also es ist wirklich so, dass man muss Dinge vieler Stelle auch anders sehen und nicht einfach nur sagen, das ist ein Automotor, sondern man reduziert das einfach aufs Wesentliche, was es eigentlich ist. Und dann wird es viel simpler und viel verständlicher, als wie man sich das erst so komplex vielleicht vorstellen mag. Und das ist bei sowas eigentlich genauso und bei anderen Dingen, die Technik betreffen. Versucht einfach Dinge für euch zu simplifizieren und dann werden sie auch verständlich. Und seid nicht faul zu lesen. Also dafür gibt es das Internet eigentlich. Das war ja mal vor Ewigkeiten so der initiale wissenschaftliche Ansatz vom Internet selber, dass es für sowas geschaffen wurde. Und es gibt auch bei mir einige Wissenslücken, die ich habe, aber ich scheue da nicht, andere Leute zu fragen, die es vielleicht besser wissen könnten und ergänze mich dann gerne mit diesen. Alles Weitere in unserer Videoreihe Unser Weg. Genau, richtig. Ja, das ist ein guter Hinweis an der Stelle, unsere Videoreihe Unser Weg, weil du fragtest ja auch, was hast du beruflich schon alles so gemacht? Eine Menge. Also ich habe mit 13 Jahren angefangen zu arbeiten, was man ja in Deutschland, glaube ich, offiziell gar nicht so sagen darf. Habe auch immer neben der Schule hergearbeitet in verschiedenen Betrieben, die auch Maschinenbau und sowas gemacht haben. Habe da auch Akkordarbeit gemacht, so Schaltschränke zusammen, Dübel und all so ein Shit. Also da war schon eine Menge, auch teilweise, wie ich im Nachhinein sagen muss, Scheiße mit bei. Aber du musst auch mal Scheiß gemacht haben, um es einordnen zu können und auch zu wissen, ja, einfach wie Dinge funktionieren. Und dann guckt ihr einfach oder ihr euch dann die Videoreihe Unser Weg an. Da wird auch sowas dann mehr erklärt, was wo wie zu was da kam. Und vielleicht ist das noch ein bisschen aufschlussreicher in der Richtung. Gut, also wie ich auch beim letzten Mal schon sagte, wir sind jetzt nahe dran, das Ding hier zu finalisieren. Ich würde jetzt nochmal anpeilen, eine Woche ungefähr ab dem Start des Videos wird es dauern, bis das ganze Ding an den Action auch laufen kann. Wir müssen jetzt da an dem Teil da hinten noch ein bisschen Elektronikfummelei gleich machen. Da sind tatsächlich Tablets drin. Das ist schon eine geile Sache, kann ich mal eben zeigen. Es tut so, als wenn es eine Industriesteuerung wäre, ist letzten Endes aber nur ein Tablet mit einem normalen Busanschluss hier. Ist also keine großartige Kirmes. Und das ist auch das Coole, was das Ding relativ schnell touch-responsiv dann eben macht. Das ist schon ganz nice. Die nächste Challenge wird übrigens, dass wir unser Folienschweißgerät in Betrieb nehmen mit Polyethylen PA, also heißt PE auf der Innenseite und Nylon auf der Außenseite Folie. Das wird noch eine lustige Sache, womit man diese kleinen Beutelchen produzieren kann. Das, was man so im Allgemeinen als Sachetbeutel dann kennt. Und da packen wir dann alles Mögliche an Shampoo und sowas auch rein, dass auch da kostengünstig quasi dann solche Sachen produziert werden können, damit ihr auch noch besser da vielleicht mal an Produktproben rankommt. Gut, dann wir wecken mal ein bisschen weiter und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao!